Servus, hallo bei Not Another Dope Show. Nicht noch eine Kiffsendung. Folge 4b. Rot ist immer die Justiz. So. Also. Ja, euch interessiert bestimmt, was ich hier in dieser Sendung überhaupt erzählt habe, wieso ich in Kleve war, 93, und damals eine Verhandlung hatte und ich so unter Druck stand. Ich habe euch ja in den Folgen davor schon erzählt, dass ich im Gefängnis gesessen bin, wegen Einfuhr nicht geringer Menge Kokain und Haschisch. Und das war die eine Verhandlung, wo es um den Typen ging, um den Toni, der mich so unter Druck gesetzt hat. Der meinte, er musste das irgendwie meine Eltern erzählen, dass ich nicht nur kiff, sondern dass ich auch noch andere Drogen nehme und vor allem die auch verkaufe. Das hat mich so damals im Knast schon so unter Druck gesetzt, dass ich eine Aussage über mein Vergehen hinaus gesagt habe, weil ich ja halt schon ewig und 3 Tage in U-Haft gehockt bin und eigentlich nicht vorhatte, auch nur eine Sekunde irgendetwas auszusagen. Aber dieser Blödmann hat mich so unter Druck gesetzt, dass es nicht anders ging. Also war ich halt dann da vorgeladen in Kleve, und vorher haben sie nur noch schon mal schön eine Bewährung widerrufen. Hätte ich da keine Aussage gemacht, ich schwöre, die hätten den Widerruf nicht nochmal zur Bewährung ausgesetzt wegen der Therapie. Das ist natürlich sofort passiert, nachdem ich die Aussage gemacht habe. Und hätte ich sowieso, weil diese Sau hat mich so erpresst und ohne, dass ich überhaupt die Chance hatte zu reagieren, das auch noch umgesetzt. Ende vom Lied. Ich habe eine Aussage gemacht und ich habe noch ein bisschen mehr dazu erzählt, als wie das, was überhaupt mich betroffen hat. Ich habe nicht nur gesagt, ja, ich war für ihn dort drüben und habe das geholt, sondern ich habe dazu noch gesagt, er ist später selber hingefahren zu dem Typen, den ich ihm vorgeschlagen habe. Und er ist selber noch ein paar Mal hin und her. Hat er auch. Er hat einen Haufen Kohle gemacht. Weil er hat einen Führerschein, ist mit dem Auto gefahren, war sehr viel schneller. Das war mir auch alles recht, sollte er ruhig haben. Ich war überhaupt nicht neidisch. Aber wieso muss denn dann dieser Penner mich verpfeifen, weil er zu blöd dazu ist? Hä? Muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe bloß nicht drüber nachgedacht, dass das ein halber Italiener, halber Türke ist. Hätte ich das vorher mir bewusst gewesen, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, damit er nicht ausgewiesen wird, weil er ausgewiesen worden ist. Mittlerweile ist er wieder hier, erlaubterweise, er darf wieder da sein. Aber hey, es tut mir schon leid. Das macht man nicht einfach so. Wir waren ja schließlich Freunde, wir waren Kumpels, wir haben ja zusammen Geschäfte gemacht, klar, aber vorher waren wir schon Kumpels. Bevor die ganzen Sachen kommen sind. Ja, wir sind da ein bisschen zusammen mit reingerutscht in das Ganze. Wir sind natürlich zusammen erwachsen worden. Aber das, was mir echt ankäst, sind diese Verrätereien. Ich verstehe das nicht. Jeder, der sich entscheidet, mit Drogen Geschäfte zu machen, weiß doch zu diesem Zeitpunkt, dass er etwas Illegales macht, Punkt 1. Und Punkt 2, dass man andere nicht einfach verpfeift. Hält man die Klappe? Ja, so schaut die Sache aus. Ich habe mehrere Urteile, die habe ich leider nicht mehr. Ich habe gesucht wie ein Blöder in meinem ganzen alten Kram, aber ich finde das nicht mehr. Ich hatte ein Urteil, in dem es echt drinsteht, dass ein Richter sicher ist. Die Justiz ist sich sicher, dass ich gedealt habe, aber sie können es mir nicht beweisen. Und aufgrund dessen, weil ich selber keine Aussage getroffen habe, mussten sie das einstellen. Und das war in den Ende der 80er Jahre, wo es in Bayern noch heftiger war als heute. Ist ja heute schon so krass. Deswegen, ich fahre nicht mehr nach Bayern, nachdem die da das Gesetz geändert haben. Ich schwöre euch, ihr seid irre, wenn ihr diese CSU nicht endlich mal abwählt. Braucht keiner. Ja, wie war denn das? Wie hatten die meinen Dealer kennengelernt? Also wir sind nach Holland gefahren. Ich war dann in Arnhem in einem Coffeeshop. Und dort hat mir der damalige Verkäufer oder Großdealer, hat mal gesagt, naja, Alter, wenn du genug Kohle mitbringst, dann kannst du bei mir auch mehr kaufen. Und nachdem ich ja wochenlang gefahren bin und irgendwann einmal abgerutscht bin und selber nicht mehr kommen habe können, habe ich ihn halt mitgeschleppt, den Toni, und habe es ihm vorgeschlagen, habe es ihm gezeigt, wo er hingehen kann, zu wem, und ab da hat er da auch für 3.500 bis 3.000 das Kilo gezahlt, D-Mark, damit er das dann hier in Deutschland wieder verkaufen kann für einen Zehner. Das Gramm. Also es ist schon eine heftige Gewinnspanne eigentlich, oder? Und dass ich ihm das einfach so vermittle, ohne auch nur 1 Cent dafür zu kriegen oder auch nur ein Krümelchen, das ist doch auch fair. Wieso verpfeift er mich denn dann? Hä?
Mit einer Geschichte, die ist überhaupt nicht aufgekommen wäre mit diesem beschissenen Kilo. Das verstehe ich halt überhaupt gar nicht. Heute noch nicht. Und das ist schon so lange her. Ja, Fakt ist, er hat mich mal angerufen hier in Berlin. Wir hatten auch ein bisschen Mailkontakt. Ich habe ihn nochmal erinnert, dass er mich damals erpresst hat mit meiner Mutter, mit meiner Familie. Und dann war die Sache auch wieder gegessen, von wegen, dass ich ihn verpfiffen habe und ich das Schwein werde und das Arschloch. So schaut es nämlich aus. Ich stehe zu meinen Wörtern. Wenn ich sage, so und so mache ich das, dann mache ich das auch. Und wenn ich sage, oder, mach das und das nicht mit mir, weil sonst scheppert's, dann scheppert's auch wirklich. Auf irgendeine Art und Weise. Aber wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr drohen müssen und es ist auch nie schon lange nichts mehr gewesen. Ich bin ja auch kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Ich bin medizinischer Cannabis-Patient. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich denke fast, dass das Fibromyalgie von diesen Streckmitteln kommt, dass ich da in den 90er dann später, als ich mal wieder drauf war, also ich habe zwischen den Therapien war ja auch Clean-Phasen, nicht lang, aber die waren da. Und immer dann, wenn ich wieder abgerutscht bin, waren irgendwelche Ereignisse. Und davon erzähle ich euch dann in nächste Woche, in Folge 5, wenn es um die 90er Jahre geht und den Balkankrieg, als die Albaner gerade in Deutschland Zuflucht gesucht haben, als Kriegsflüchtlinge damals und unter anderem auch in München waren, in so heruntergekommenen Baracken, weil die CSU die ja nicht menschenwürdig unterbringt, sondern einfach nur in so die Dreckslöcher reinsteckt. So nach dem Motto, da hast du was davon? Ey, wirklich, das war so assi. Und kein Wunder, dass diese Leute dann beim Strecken einen Scheiß drauf gegeben haben, was die deutschen Junkies sich da von denen kaufen. Aber davon reden wir das nächste Mal, okay? Bis dahin freue ich mich, wenn ihr mich liked, Kommentare da lasst, Fragen stellt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch an schmidtbauer.ernst@googlemail.com schicken. Als Betreff bitte Not Another Dope Show Frage, damit ich weiß, dass es hier rüber geht, weil ich habe da einen Haufen Spam, den ich dann einfach nur lösche. Haters, ihr könnt haten, euren Scheiß lösche einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das Leben ist viel zu kurz, um Energie in euch reinzusetzen. Ansonsten unterschreibt bitte die Petition von Dr. Grottenhermann, falls die noch am Laufen ist. Und geht im August immer zur Hanfparade, unterstützt alle Aktivisten nach Möglichkeit und geht auch zu den Global Marijuana Marches. Wir müssen unbedingt unsere Drogenpolitik ändern, damit die nachfolgende Generation, die Jugendlichen von heute, nicht die Geschädigten von morgen sind. Peace.